So. Hier ist der Eingang zum Kindeswohl. Und wir werden wohl schon begrüßt. Jedenfalls sieht das hier aus wie der nichts leichter als das. Torwächter. Seid gegrüßt, Reisender. Gandor Glücksfuß zu euren Diensten. Welchem glücklichen Umstand hat unser kleines Dorf die Freude eures Besuches zu verdanken? Befindet ihr euch auf dem Weg zu Dolaxturm oder seid ihr doch dort bereits gewesen und sucht noch Heilung von blauen Flecken und zerschundenen Knochen? Es kommt auch vor, dass Reisende hier in der Ortschaft eintreffen, die fast am Verbluten sind. Der Turm interessiert mich heute nicht. Ich möchte lieber euer hübsches Dorf erkunden. Das kann man wohl sagen. Wir freuen uns über jeden Besuch, der Geschichten zu erzählen hat. Und heißen Sie wärmstens willkommen. Wenn ihr noch für einen Augenblick um euer geneigtes Gehör bitten dürftet, ich möchte euch einen Vorschlag unterbreiten. Für gewöhnlich herrscht über den Ruinen von Feuerwein der ungestörte Frieden der Natur und nichts lässt dort mehr auf die gewaltsamen Auseinandersetzungen der Vergangenheit schließen. Die seinerzeit ums Leben kamen, haben mittlerweile allesamt zur Ruhe gefunden. Tödliche Gefahr jedoch geht vor den Kobolden aus, die seit kurzem dort hausen. Wenn wir euch überreden könnten, uns von dieser Plage zu befreien, dann solltet ihr zum Dank ein Geschenk von uns bekommen und dürft obendrein behalten, was immer ihr dort vorfindet. Habt ihr keine mutigen Halblinge für diese Aufgabe? Das kann doch nicht sein. Wir verfügen über eine Anzahl überaus kampffreudiger Kanalratten. Doch die begleiten derzeit eine Gruppe Goblins auf der Jagd und kehren erst in 1 oder 2 Tagen zurück. Halblinge, die mit Goblins jagen. Entweder ist das ein Übersetzungsfehler oder die Halblinge haben es tatsächlich geschafft, sich mit den Goblins zu arrangieren. Das könnte ja auch vorkommen. Ich habe schon vom in Anführungszeichen friedlichen Goblins gehört. Es wäre das Beste, wenn die Wesen aus den Ruinen vertrieben würden, ehe sie sich dort endgültig festgesetzt haben. Wollt ihr uns helfen? Ich werde euch kleinen Leuten helfen, so gut ich kann. Geht voran. Ja, ich kann euch den Weg zeigen und werde es mit Freuden tun. Muss ich euch zugleich warnen. So manches merkwürdiges Wesen streut hier umher. Und ich habe gehört, dass es hier etwas anders zugeht als gewöhnlich bei euren Viechern. Doch es wird viel geredet, wenn der Tag lang ist. Hier auf der Karte seht ihr es. So, wir haben einen Verweis auf die Feuerweinbrücke bekommen. So, wir decken erst einmal das Dorf auf, Dorf Gülikin. Oh, das fängt an zu regnen. Sehr toll. Immer danach gucken, in welche Gebäude wir können. Das hier sieht aus wie Tempel von Yondala und Alvenhantas feine Weine. Okay, ein Tempel und ein oder eine Kälterei in einem. Auf sowas können auch nur Halblinge kommen, oder? Wir saufen und beten und beten und saufen, solange der Tag lang ist. Das ist jetzt der beste Spruch, der mir eingefallen ist zu der Situation. Ich meine, gut, Mönche im Kloster saufen auch gerne Bier. Die brauen sich ja sogar ihr eigenes Bier, von daher. Nee, nee, du. So, und hier scheint dann bald Endstation zu sein, was das Dorf angeht. Außer hier hinten geht's. Oh, hier hinten geht's doch noch raus. Man kann das Dorf übrigens im Norden verlassen. Ja, scheinbar.
Aber hier ist nichts Interessantes. Gut. Machen wir uns mal einen kurzen Überblick. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Häuser und den Tempel. Weil alles andere sind, glaube ich, Stallungen und das hier sieht aus wie eine Schmiede. Ja. Oder einfach nur ein Lagerhaus. Das scheint jedenfalls nichts Interessantes zu sein. Das hier ist auch nur eine Art Scheune. Und ja, Stallung ist falsch beschrieben. Das sind so eine Art Scheunen, offene Scheunen hier alles. Also haben wir 6 Häuser zu besichtigen. Und dann können wir den Tempel besuchen. Mal sehen. Hier ist schon mal niemand. Was wollt? Ich hab genug davon. Und Imoel denkt sich, wenn wir denen schon helfen, können wir mal gucken, ob sie uns nicht auch noch ein bisschen helfen können. Aber wir werden sie nicht von mir Gold beklauen. Oh, da wäre doch was gewesen. Mich kümmere, ich hab genug davon. Ein Buch, noch ein Buch. Und hier ist nichts. Gucken, ob irgendwo noch was ist. Was wollt ihr? Nein. Gut. Du bist jung, denn ich verschwinde jetzt. Das da hat Imoel sich noch nicht angeguckt. Was? Das ist allerdings Lea. Gut. Gut. Nächstes Haus. Das da zuerst, dann die beiden, dann die beiden. So, hier rein. Oh, hier wurde sogar jemand. Ich fürchte, es kommen finstere Zeiten auf uns zu. Boah, geht hier zu den Feuerweinruinen? Da muss man ganz schön was drauf haben und so. Da würde ich auch gerne mal hin, aber Obi hat was dagegen. Deine Großmutter scheint sehr weise zu sein. Du sollst warten, bis du auf dich selbst aufpassen kannst, bevor du dich allein auf den Weg machst. Das ist auch besser, so ein kleines Wicht wie du würde es auf sich allein geschickt gar nicht schaffen. Ist gemein. Blödsinn, eines Tages wirst du einen Edelstein so groß wie deine Faust mitbringen und dann wird sie schon ihre Meinung ändern. Nein, wir ermutigen ihn nicht in den Tod zu rennen. Wir nehmen das Erste. Ja, Obi weiß immer alles. Ich bleibe hier, ich bin so stark, bis ich so stark bin wie ihr. Aber dann werde ich auch ein großer Abenteurer. Die Händler und Karawane erzählen immer die wundervollsten Geschichten aus der großen weiten Welt. Am besten ihr geht jetzt. Obi wird bestimmt nervös, wenn sie sieht, dass wir uns unterhalten. Was wollt ihr? Ich hab genug davon. Ich hab genug davon. Vor seiner Nase zu klauen ist vielleicht nicht die beste Idee. Die haben eh auch nichts Wertvolles. Obwohl, was war das für eine Halskette? Tigerkauris-Schnecke. Ja, nichts leichter als das. Brauchen wir nicht. Und das muss die Oma sein. Ne, das ist ein Halblingsmann. Was wollte ich beinahe unter meiner Würde? Ich verschwinde jetzt. Was hast du Interessantes? Nichts, nichts. Das ist verschlossen. Da ist aber auch nichts Interessantes drin. Und hey, er ist nicht böse geworden. Und wir kommen sowieso da nicht dran. Scheinbar. Ich wünschte, ich hätte meine alte Tabakspfeife. Da seid ihr wieder. Ich finde es schon schön, mit euch zu schwätzen. Ach so, das ist derselbe Typ wie von oben, hä? Gut. Scheinbar. Beinahe unter meiner Würde. So, als nächstes das Haus hier. Und ja, ich glaube, mit den Halblingen hier draußen braucht man gar nicht reden, oder? Schon so mancher hat so große Kämpfer, ist durch Gülükin gezogen und mit ihm jedes Mal dieselbe Frage. Und immerzu lautet die Antwort, keiner von der Größe eines Halblings, wo sich der Schlüssel zur Wachstation befindet. Keine Ahnung, was er damit jetzt sagen wollte.
Emuel, schau dich mal gut um. Da ist nichts drin. Eure Gesellschaft ist in dieser Gruppe sehr. Ein Schwert. Willkommen. Ja, gut. Und sonst nichts. Beinahe unter meiner Würde. Ist auch denn ich verschwinde jetzt. Nur ein Haufen Betten und die haben es ziemlich gemütlich hier, die Halblinge. Wenn niemand besser geeignet ist, mich kümmert. Khaled, geh mal aus dem Weg. Lass ihr wollen sich genau umschauen. Was wie befohlen? Du bist denn ich verschwinde jetzt. Das hier ist verschlossen. Oh, ein Stab der Geschosse. Den lasse ich mir nicht entgehen. Immerhin ihre wird nämlich demnächst aufgebraucht sein. Was wollt ihr? Nichts leichter als das. Gut. So. In dem Haus waren wir drin. Jetzt geht's in das Haus da. Und dann haben wir ja nur noch zwei Stück. Das ist von hier hinten zu begehen. Genauso wie das hier, gell? Ja. Hier ist auch wieder die Wand drin. Nicht so eins auf die ich hab genug davon. Gut, gucken wir uns das alles mal an. Hier ist nichts drin. War wieder verschlossen. Gold willst du deine Schleuder? Plus 1 wahrscheinlich. Ja, die können wir verkaufen. Ja, hier lang. Wer so mächtig ist, dass er eine Schleuder plus 1 mit sich rumführt. Beinahe unter meiner Würde. Mich kümmert hier lang. So, was haben wir hier? Nichts, nichts. Da ist wieder verschlossen. Oh, 50 Goldmünzen. Sonst scheint hier nichts zu sein. Nein. Ja. Gut. Gut, dann verlassen wir das Haus. Beinahe unter meiner Würde. Ja, noch knapp 1000 Erfahrungspunkte. Dann haben wir endlich Level gleich auf. So, da waren wir schon drin. Dann können wir uns mit Level 6,6 auf dem Weg nach Baldurs Tor machen. So, hier wollen wir rein. Bisschen schwer, hier anzuklicken. Beinahe unter meiner Würde. So, hier ist auch wieder niemand. Und hier ist auch wieder verschlossenes. Ein bisschen Gold. Hier ist alles verschlossen, hä? Waffen. Was wollten gut? Was? Okay. Gut. Ein Stockwerk tiefer, bitte. Gut. Oh, da ist noch was anderes zu plündern diesmal. Zum Untersuchen. Plündern tun wir ja nicht. Nein, 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 nein. Ein Jade-Ring. Nicht besonders wertvoll, aber besser als nichts. 31 Gold. Oh, und hier ist auch noch was. Aber auch nichts Interessantes. Ja, so. Gut. Nichts leichter als das. Dann untersuchen wir die letzte Hütte. Gut. Bei der sieht man wenigstens hier so einen blumengepflasterten Weg. So. Ja? Denn ich verschwinde jetzt. Was wollt nichts leichter als das? Mich kümmert's, ich hab genug davon. Was haben wir hier? Ein bisschen Gold, das nehmen wir nicht. Hier haben wir auch nichts. Hier auch nichts. Nichts leichter als das.